Hallo liebe Zwillinge, herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was momentan bei dir los ist und worauf das Ganze hinausläuft. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und das Aszendenzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Was ist momentan bei Zwillinge los, bitte? Hopp. Sag mal her. Zwei der Schwerter, oh, das liebst du. Das liebst du, Entscheidungen fällen müssen, ohne vorwärts zu sehen. Ist, glaube ich, die Tageskarte für morgen. Morgen, übermorgen. Spoiler Alert, Entschuldigung. Entscheiden müssen, ohne vorwärts zu sehen. Weißt du, die Sache ist die, ich sehe dich hier weder an einem Abgrund, noch sehe ich dich, oder sehe ich irgendwelche Menschen, die dich vorwärts schubsen wollen oder ähnliches. Ja, da ist nichts. Diesen Stress, ja, nimmst du selbst auf. Diesen Stress, oder du teilst dir diesen Stress sozusagen selber zu. Ja, ist deine eigene Auferlegung sozusagen. Du musst gar nichts entscheiden. Du glaubst, dass du etwas entscheiden musst, musst du nicht. Okay? Musst du nicht. Es ist mit Ass der Schwerter ist eine Information reingekommen, eine Message, eine Information, ein Gespräch, irgendeine Kommunikation, wonach du jetzt mit zwei der Schwerter das Gefühl hast, dass du etwas entscheiden musst, eben musst du nicht. Zwei der Schwerter, das sind kleine Arkanas. Kleine Arkanas sind Dinge, die wir selber tun. Ja, und das sind nicht so universelle Energien wie Gerechtigkeit, Urteil, Sonnenkarte und solche Dinge. Und das hier ist eine selbst auferlegte Entscheidung, ein selbst auferlegter Scheideweg. Und es ist halt, oder der Grund dafür, dass ich dich davon abrate, ist, dass zwei der Schwerter eine stressige Karte ist. Ja, du begibst dich selbst in einen unnötigen Stress momentan, Zwillinge. Du musst hier gar nichts entscheiden momentan. Okay. Der Hierophant. Entspanne dich. Ne? Ist das Letzte, was man einem gestressten Menschen sagen sollte. Okay. Wir haben hier zwei Yogaschüler bei einer Yogalehrerin, ja, und oder wie ist das so, wenn man zu Yoga-Unterricht geht mit jemandem, der hier wirklich Bescheid weiß, man kommt mit Aha-Momenten raus, ja. Es gibt hier dann eine höhere Macht, eine höhere Position, die einem mehr beibringt. Und hier mit dem Hierophanten hier sehe ich, dass du noch während der Stierphase, also vor dem 21. Mai, sowieso noch Aha-Momente haben wirst, die dir eine bessere Vogelperspektive zu dieser Sache geben werden. Momentan hast du nicht mal Froschperspektive. Deine Augen sind hier auf der Karte verbunden. Momentan kannst du nichts entscheiden, das du dann später vernünftig finden würdest. Ja, ganz egal, ob du jetzt Ja oder Nein sagst, Zwillinge, du wirst es später bereuen. Warum? Weil hier noch Informationen dazukommen, Aha-Momente auf dich zukommen, die dir eben nicht nur eine Perspektive, sondern eine Vogelperspektive geben werden, wonach du dann die Sache viel besser verstehen wirst und viel gescheitere Entscheidungen treffen wirst. Okay? Gut. Neun der Schwerter hier. Ja. Schau mal. Zwei der Schwerter hier, neun der Schwerter hier, das macht elf der Schwerter. Ja, mit 10 wird die Kartenreihe abgeschlossen, mit Ass der Schwerter geht es dann vorwärts. Die 10 der Schwerter-Karte ist die Karte, wo man sich denkt, ich denke mir ja gar nichts mehr dabei. Ja, all dieser Stress, all dieses Hin und Her, das du hier haben könntest jetzt in Zukunft, weil hier folgen noch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schwerter, die kannst du einfach vermeiden, indem du dir sagst, ich vertraue dem Universum, das Universum, das oder mein Umwelt, mein Umfeld, meine Umwelt wird mir die nötigen Infos noch liefern. Ich werde noch mehr zu dieser Sache erfahren. Ja, wenn du diese Einstellung einnimmst, ja, vermeidest du hier einige Probleme. Ja, wir haben hier dazwischen dieses Ass der Schwerter. Okay, zwei der Schwerter hier, neun der Schwerter hier. Die Differenz ist hier 7 der Schwerter. Alles, was du ab jetzt tun kannst in Bezug auf diese Sache, ist die ganze Zeit eine Entscheidung vermeiden. Ja? Weil das ist das, was du denkst. Ich muss etwas entscheiden, musst du nicht. Ich muss etwas entscheiden, ich sehe nicht vorwärts. Ich muss etwas entscheiden, ich sehe nicht vorwärts. Ich muss etwas entscheiden, ich sehe nicht vorwärts. Was tut man da? Vermeiden. Vermeidungsstrategien einlegen.
Ja? Und das ist dann auch wieder Stress pur, dass du dir selbst auferlegst, anstatt hier einfach nur, ja, ich meine, bist du mal rausgegangen und hast die Blumen gesehen? Hast du gesehen, wie die Knospen sich langsam öffnen? Unglaublich, oder? Das Timing ist perfekt. Das Timing ist perfekt. Es sind auch, oder, genau die richtigen Blumen, die jetzt hier rauskommen. Du kannst dem Umfeld, ja, in dem du lebst, dieser Umwelt, diesem Umfeld, wie auch immer du das nennen möchtest, das Wetter, ja, das Universum, die Sonne, der Mond, dem allem kannst du vertrauen. Ja. Diese Energie da weiß, was zu tun ist. König der Stäbe. Die Sache ist die, mit wem auch immer du es hier zu tun hast, das ist dein König der Stäbe, Zwillinge, dieser Mensch hat einen Plan, dieser Mensch weiß ganz genau, wo es lang gehen soll. Ja, ich meine, ich habe hier eine Weltkarte liegen. Wie stehst du vor einer Weltkarte? Wenn du vor einer Weltkarte stehst, wie stehst du dann da? Du stehst so, stehst du da, ich weiß nicht wohin. Hm? Dieser König der Stäbe zeigt hier auf einen Punkt und dieser Mensch weiß ganz genau, wohin. Okay, dieser Mensch weiß ganz genau, wie es weitergehen soll. Dieser Mensch weiß ganz genau, was er, sie, in den meisten Fällen, nein, er hier schreiben muss. Und es ist interessant, er schaut hier auf diese Katze und da kommen mir direkt die sieben Leben von Katzen in den Sinn. Sieben Leben der Katzen. Dieser Mensch hat Plan A, B, C, D, E, F, G parat. Okay, es muss nur noch dich erreichen. Du findest die Ruhe, okay? Du findest hier die Ruhe in dir, schau. Mäßigkeitskarte. Du wirst hier entspannen. Du wirst hier lernen, darauf zu vertrauen, dass die richtigen Informationen, dass die richtigen Pläne hier von diesem König der Stäbe zum richtigen Zeitpunkt auf dich zukommen werden. Das hier ist ein König der Stäbe-Zwillinge. Kein König der Schwerter, kein König der Münzen, kein König der Kelche. Der König der Stäbe, der weiß, was er will, er zeigt darauf und der holt sich das auch. Darauf kannst du vertrauen. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann der nächste Kontakt hier stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.